Dann können wir uns das Ganze jetzt nochmal für den Aufgabenteil C anschauen. Das ist jetzt im Endeffekt so ähnlich, bloß das, also sieht man ja irgendwie, das ist die gleiche Funktion, bloß die ist jetzt halt um U0 nach oben verschoben, ne? Also die läuft halt nicht von minus U0 bis U0, sondern von 0 bis 2 U0. Jetzt kann man sich wieder überlegen, wenn wir hier den Mittelwert ausrechnen, was sollte da rauskommen? Also hier habe ich 2 U0, hier habe ich 0, hier habe ich 2 U0, hier habe ich U0. Wenn ich darüber mittle, sollte da halt U0 rauskommen. Ne? Wenn ich hier so eine Linie in der Mitte durchziehe, liegt die bei U0. Also Mittelwert sollte U0 rauskommen. Effektivwert ist jetzt so ein bisschen komplizierter. Wenn ich 2 U0, aber auch nicht super kompliziert, wenn ich 2 U0 quadriere, kommt da 4 U0 Quadrat raus. Ja? Jetzt habe ich 4 U0 Quadrat und 0. Wenn ich 0 quadriere, bleibt das 0. 4 U0 Quadrat und 0. Wenn ich davon den Mittelwert ausrechne, kriege ich 2 U0 Quadrat raus. Das ist der Mittelwert und davon die Wurzel. Kommt da Wurzel 2 von oder Wurzel 2 mal U0 raus. Also, oder die Wurzel von 2 mal U0 Quadrat und Wurzel und U0 Quadrat tun sich weg. Also beim Effektivwert sollte da was mit Wurzel 2 mal U0 erscheinen. So, und das kriegen wir jetzt hier in MATLAB mit der super guten Vorarbeit auch super schnell hin. Ich nehme mein Skript hier und mache Save As und speichere das als Aufgabe 110. Und das Einzige, was ich jetzt hier anpassen muss, ist, ich muss hier an der Stelle, wo wir diese Funktion bauen, nochmal ein Plus U0 rechnen, ne? Um diese Funktion nach oben zu verschieben. Und ansonsten Plotten, Mittelwert, Effektivwert berechnen sollte genauso funktionieren wie vorher. Ich bin mutig und klicke auf Run. Und da ist der Plot und wir sehen die Funktion jetzt, die steigt eben von 0 auf 20. Und fällt dann auf 0 runter und bleibt dann bei 0 und hier würde es wieder auf 20 steigen und so weiter und so fort. Und der Mittelwert liegt eben, wie schon vermutet und erwartet, bei 10 Volt und der Effektivwert bei Wurzel 2 mal 10 Volt, weil das, was hier steht, 14,14 und so, das ist genau Wurzel 2 mal 10. Kurzer Check, Wurzel 2 ist genau das. Da, was da steht. Und Wurzel 2 mal 10 ist noch besser, das, was da steht da oben. Okay, das war eine schöne, kurze, knackige Lösung mit viel Vorarbeit von Aufgabe 101b für die Aufgabe 101c.